Wusch, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves zusammen mit dem Papa Troll. Juhu, ja, ich bin auch dabei. Dem Moritzenmann. Jawoll! Und ja, meine Wenigkeit. So. Oh, da vorne ist es. Und heute kümmern wir uns um die Legenden der Meere Teil 3. Mermaid's Hideaway. Ja, das ist direkt in der Nähe. Ja? Plunder Außenposten. Plunder Außenposten. Wir hatten Plunder Valley, der Plunder Außenposten. Ja. Ancient Spire Außenposten. Der wäre dann dort. Ja. Shipwreck Bay. Ja. Faulty Sands. Ja. So, und noch irgendwas? Nee, das war's. Fünf Stück. Ja, das ist überall auf dem Teil gefühlt. Also ich würde sagen, wir machen mal mit Sideway und dann machen wir so einmal ringsherum. Damit. Das wird ja witzig. Das ist eine lange Fahrt. Auf geht es. Sag mal, meinst du, es verschreckt die, wenn ich mich mit der Kanone auf die Insel schieße? Ah, ja, geht gar nicht. Mach's besser nicht. So, wir suchen auf jetzt geht's. Wahrscheinlich nach einem Skelett. Yeah! Wutsch. Wusch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Serfdies. Die schießen. Hey, ich hab nichts getroffen. Nein. Noch nicht. Die haben schon gezielt. Ja, die haben gezielt, aber schießen nicht. Doch, ja, okay, die schießen. Digga, wir haben ihnen nichts getan. Ja, wenn die nicht aufhören, dann müssen wir wohl anfangen. Ja. Ja, dann fangt mal an. Ihr seid doch die Profis im Kämpfen. Naja. Naja. Eher weniger eigentlich. Guck mal, ob der mich schon gesehen hat. Ja, ja. Ja, warte, lenkt die ab, dann kann ich die kommen von hinten. Der trifft ja echt ganz schön beschissen. Ja, der trifft gar nichts. Mann, ich bin nur die Ablenkung. Ach, der ist direkt. Ich glaube, bei uns ist ein Fahrer was oder so. Wir brennen übrigens. Papi, was machst du da? Das Anker hochziehen. Wieso? Damit ich hier aus dem Weg fahren kann. Die schießen jetzt hier im Moment auf uns. Warum lasst ihr jetzt wieder runter? Weil wir zurückschießen müssen. Und ich nicht derjenige sein will. Ja, toll, jetzt stehen wir fest und ich fange jetzt auch schießen an. Tolle Idee, den Anker runterzunehmen. Oh, Achtung, mein Vogel. Ja, mach mal weg. Okay, sie drehen schon bei. Kann jemand das Feuer wegmachen, bitte? Okay. Könnte ich, wenn du nicht den Anker runtergemacht hättest. Klar kannst du es machen, wo ist denn das Problem mit dem Anker, Alter? Weil ich aus dem Weg fahren will. Alter, wir können perfekt draufballern, ne? Ja, die auch. Nee, eben nicht, weil die sich gedreht haben. Alter. Oh, den Landratten. Die drehen sich weiter. Ganz schön krass. Wenn wir neue Kanonenkugeln holen. Ich probiere mal den Klettenschuss aus. Ja, was wollen die damit erreichen mit dem Drehen? Hä? Müssen sich jetzt mal umfallen? Ab ihn. Ja, die sind schon. Wir dummen Spanners. So, jetzt gehen die da ins Wasser. Jetzt können wir die erlegen. Der schießt mit der Kanone auf der Insel. Ja. Hoch da, Victorius. Ja, ich geh hin. Papi bleibt immer auf dem Schiff. Ja, ich mach ihn. Ich bin auch auf dem Schiff. Ich versuch den wegzusnipen.
Okay, jetzt ist er immer noch gekommen? Ja, zwei sind das. Zwei? Ja. Ab den einen, er ist tot. Und dann treffe ich gar nicht. Kann dann auch erwischt, ist tot. Okay. Voll Idiot, genau. Ist Sinn. Halt ehrlich so, ne? Das ist schon ziemlich schlecht. Hauptsache Stress anfangen, nur um dann kläglich zu versagen. Hab ihn gefunden, hier vorne. Lol. Hat er den Zettel oder so? Ja, hier steht etwas. Archangel Aeon. Ich lese vor. Hier hat jemand seinen Namen im Felsen hinterlassen. Archangel Aeon. Archangel Aeon. Archangel. Den Fischgräten nach zu urteilen war es ein weiter Weg bis an dieses Ufer. Okay, dann jetzt ab zum Plunderaußenposten. Ist ganz oben, das heißt. Juhu. Okay, ich bin nicht genau oben gelandet. Wir können weiter nach oben zielen. Weil wir wissen ja nicht mal an welcher. Oh, oh. Ah. Was denn? Tschüss, Bein. Ich glaube, es ist eher auf der anderen Seite. Wenn du mich fragst. Auf dem anderen kleinen? Nee, hier irgendwo hinter dem Felsen vielleicht. Hier mal. Ja, kann gut sein, dass er ganz oben ist, ne? Das wäre ziemlich doof. Oh. Ey, was ist das da? Ach so. Flowers. Hast du? Nee. Ich glaube, wir müssen einmal um die Insel fahren. Auf der anderen Seite. Na gut. Das Problem ist halt, dieser Felsen ist gigantisch. Das stimmt. Okay, ich mache mir die Geschwindigkeit, damit wir mehr drehen. Ich würde jetzt sagen, jetzt einfach geradeaus weiter. Und dann probieren wir doch mal von hier aus. Das ist tot. Nee, ich seh ihn. Den Zettel? Ne, den Typen. Aua. Oh. Der ist weiter rechts hier. Sehr wie wo ich stehe. Ich leuchte mal. Ah, da. Da müssen wir hin, genau da. Ja, hier ist er. Ja. Okay. Dead Sniper 15415. Steht da, glaube ich. Ich lese mal vor. Was? Nein. Oh. Oh, Junge. Geh noch ein bisschen niedriger, Papi. Ja.
Aber nur ein Tiki. Okay, hab ich. Dann probier mal. So, jetzt. Jetzt ist das First try. Ja, das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Ah, natürlich sieht es nicht gut aus. Ich lese trotzdem mal vor. Als Dead Sniper entdeckte, dass er sich selbst mit einer Kanone verschießen konnte, gab es für ihn keinen Haken mehr. In den frühen Anfängen der Sea of Thieves hat sich Dead Sniper öfter aus einer Kanone geschossen als irgendwer sonst und ist nun hier gelandet, ein wenig angesenkt. Perfekt. Angesenkt? Ach, der hat gebrannt unterm Arsch oder was? Ja, das ist hier ein bisschen angekohlt, glaube ich. Dann jetzt, ja, Ost-Nord-Ost, ne? Ost-Nord-Ost. Wo wollen wir hin? Nach Ost-Nord-Ost. Das wird sehr interessant. Haben wir irgendwas zu verticken? Nee, ne? Nee. Höchstens den Fisch, aber den kann man nur bei. Okay, den... Leute, zu weit! Zu weit? Ja, ich bin auf die andere Seite. Auf der anderen Seite gelandet. Ah, was für Typen, Alter. Der eine, super Typ. Der andere. Ja, kommt der dann jetzt mal schnell rauf? Weiße, ja, aber der kommt mir nach. Der jagt mich. Ich flieg jetzt zu dir ans Schiff. Ich seh's. Muss man da mit der Kanone oder kommt man da auch anders hoch? Ich kann also einfach mit der Leiter hoch. Können uns ruhig abballern, habe ich kein Problem mit. Aber dann kann ich die doch auch abballern, oder? Ja, kannst du abballern. Ja, die schießen auf uns. Ja, ich weiß nicht mal wieso, weißt du, wir greifen keinen an, wenn die uns nicht angreifen. Aber es ist irgendwie jedem egal, weil die einfach instant angreifen. Es ist einfach ein Blödsinn. Ich will mal gucken. Soll ich denn unser Schiff versuchen zu retten oder scheiß drauf? Ich bin jetzt auf unserem Schiff gleich. Und? Haben wir Lex? Haben die getroffen? Noch nicht. So, ich lese mal vor. Dieses Gemälde zeigt vier der schicksten Piraten, die je die Sea of Thieves befahren haben. Sie verkleideten sich gern mit gleichgesinnten Seeleuten. Boom. Die hauen übrigens ab. Ach, das ist gut. Ich glaube, das war das gar nicht. Doch, ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Ja, aber das war gar nicht das, was wir finden sollten. Das war schon was anderes. Oh. Kleiner machen Leute. Na perfekt. Nee. Hä? Ein Doch. Ungewöhnliches Ach. Schild. Nein, nee. Das war das nicht. Ein ungewöhnliches Schild. Ach, vielleicht meinen die das Schild da oben. Das Schild Julian da oben. Wo? Wo? Das welches? Hier. Ach, das. Aber ich kann es nicht untersuchen. Hatte vielleicht klebt das hier auch außen irgendwie. Ja, aber das Schild da oben scheint ja auch zu sein, das mit dem Unicorn, das irgendeinem Piraten gewidmet ist. Ach doch, hier unten, ich sehe es. Wo? Ist es hier direkt da? Ach da. Kommst du auch, ja. Papi? Hier. Ja. Kein Tropfen ging daneben. Ah. Okay, ich lese mal vor. Hier wurde eine Tafel mit der Aufschrift Vorsicht Lindsay Elias genau. Bitte Kopf einziehen angebracht. Sie fand Treppen ihrer nicht würdig und liebte eher einschlagende Auftritte aus einer Kanone. Der Tabellenbesitzer hat sich entschieden, die Tafel wieder anzubringen, für den Fall, dass Lindsay Elias wieder mit dem Trinken begonnen hat, bevor sie in die Kanone steigt. Alright. Warte mal.
Gut, nächste Insel. Ja? Ja, wie soll ich denn das jetzt erklären, ohne dass ihr mich alle für einen kompletten Idioten haltet? Also, ich hatte sehr wenig Leben. Ja? Und Essen. Ja? Das war dann wohl der Sturmfisch. Alter. Wie soll man dich denn dann nicht für einen komplett Vollidioten halten? Alter. Wir wären rich gewesen. Yeah. Knochen eines Piraten, ja, das denke ich auch, dass die hier sind. Nein! Nein! Ja. Geh weg! Immerhin kann ich wegrennen, ey. Hä? Wo sind die? Meine Sachen. Oh nein, wo bist du? Mit Kanonenkugeln. Alter, null. Wo bist du hingegangen? Ich bin ein Ninja. Ja, oder halt auch nicht. Oh Gott, nein! Hallo, Mama! Nein! Ey. Oh, oh. Hier, ich hab's. Ehrlich? Wo? Ja. Ja. Kommt mal wieder an den Strand zurück, wo das wir gelandet sind. Ja, ja, ja. Hier bin ich, wir sehen uns. Da. Wo war's denn jetzt? Na, perfekt. Ja, hier, da. Ja. Seine Beine, so. Es gucken nur noch seine Beine raus. Okay. Seine Arme, dieser oder? Dieb sprang wohl einmal so oft aus dem Ausguck. Laut Umbras Auszeichnungen sind dies hier die Überreste von Ionay Falcon, der berühmt dafür war, aus dem Ausguck zu springen und schneller unten zu sein. In den alten Tagen, als noch niemand wusste, wie gesund Bananen sind, stellte er fest, dass sie einem schnell wieder auf die Beine helfen. Ja, in dem Fall wohl nicht. Okay, gut. Nächste Insel. Und die ist jetzt weit weg.
Dann sind wir sogar gut angekommen. Ja. Perfekt, möchte ich sagen. Boah, dieser Nebel färbt das Wasser weiß. Weiß, oh, weißes Wasser. Das ist immer ein gutes Zeichen. Schwarz. Weißes, nices Wasser, Sasser. Boah, was suchen wir eigentlich? Weiß ich ein Gemälde. Ah, künstlerisches Bild, ne? Ah, ja. Weil ich guck doch so immer noch. Das ist bestimmt so an die Wand gekritzelt. Von einem Typ, der gefressen wird. Ja, dem Hai, also auf Salty Sands wurde der Moment, in dem ein Hai über den Piraten triumphierte, künstlerisch festgehalten. Hm, okay, das wird's nicht sein. Ich kann's ja trotzdem noch untersuchen. Der Nebel passt natürlich mal alles so gar nicht. Ich hab ein anderes Bild. Toll. Obwohl, das ist das doch, oder? Die Draufgänger? Weiß ich nicht. Wo bist du? Hier drüben, ja, das ist das. Hier. Ah, da, ja? Hier. Okay, ja, muss man da genug rangehen. Dieses Kunstwerk hält den unglaublichen Moment fest, als die mutige Captain Ash Bacon und ihre Crew einen Megalodon harponiert haben. Die Jagd war schnell, episch und zutiefst beeindruckend, bis zu dem Moment, als die Galeone von Ash Bacon auf Grund gelaufen ist und der Hai sich aus dem Staub machen konnte. Wow. Ja, aber dann haben wir... Fein. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser wundervollen Folge Sea of Thieves. Links könnt ihr jetzt noch abonnieren, wo der Moritzmann steht, und rechts könnt ihr das nächste Video ansehen, wo der Troll steht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.